keine Katzen fressen. Nein, wir wollen keine Katzen fressen. Wir werden auch niemals Katzen fressen. Wir sind auch überhaupt keine Satanisten. Und man sieht uns auch sehr oft in der Kirche, sieht man uns. Oder zumindest vor der Kirche oder hinter der Kirche, wo die Gesangsbücher Henkel haben. Wir zerstören überhaupt keine Friedhöfe. Ich bin übrigens Bestatter vom Beruf. Wir zerstören keine Friedhöfe. Wir wollen einfach nur Frieden auf dieser Erde. Wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Und vor allen Dingen wollen wir von diesen Medien in Ruhe gelassen werden, ja? Die uns einfach nur in Dreck ziehen, die uns in Schmutz ziehen, die einfach unsere Szene kaputt machen. Das wollen wir ganz einfach, ja? Was halten Sie davon, dass jetzt gerade über Pfingsten im Werk 2 das Wave Gothic Fest stand? Ich weiß gar nicht, was das ist, ja. Ich glaube nicht, das war. Na. Ja, gefällt dir, wie die Leute hier rumrennen? Nee, also eher nicht. Also. Du willst nicht hier rumrennen? Nee, nie und nimmer. Ich bin das totale Gegenteil eher. Und hast du Vorstellungen, warum die sich so anziehen? Weil sie ein bisschen bekloppt sind. Was für ein Wave Gothic Treffen. Was ist denn das? Wir machen sie jetzt nicht. Wir wissen gar nicht, was das ist hier. Wir sind hier und weiß nicht, was wir, das ist hier, Zufall. Ja. Und was halten Sie von den Jugendlichen? Ja, naja, nicht viel. Nicht viel. Die schmeißen ihr Zeug auf der Straße rum. Eigentlich. Die Vorstellung, warum die sich gerade. Nee, so eben nicht. Nein, würden Sie es mir erklären? Kann ich nicht sagen. Ja, schön interessant. Ja. Die Jugend muss ja auch irgendwo hingehen, würde ich sagen. Das ist meine Meinung. Wir sind auch aber sie sollen die älteren Leute in Ruhe lassen, würde ich sagen. Gefällt Ihnen, dass wir die begleitet sind, oder stört Sie das? Wenn Sie mir nicht tun, ich tue den Leuten auch nicht Fatsch aus. Ich finde es klasse. Und Sie meinen die Gruftis. Ja. Und gefällt Ihnen, dass wir die rumrennen? Naja, ich habe nichts dagegen, aber jeder hat seine Ansicht und jeder seine eigene Kleiderordnung, würde ich sagen. Und solange kein Krawall entsteht, habe ich nichts dagegen. Und haben Sie eine Vorstellung, warum die sich so anziehen? Religion würde ich nicht sagen, aber tja, was soll man dazu sagen? Wie soll man sagen? Ansichten. Ja. Verschiedene Ansichten. Es gibt Punks, es gibt Gruftis. Ich ziehe mich halt eben auch so an. Anders an natürlich. Mhm. Und kein Problem. Ach so, meinst du das Festival oder ja, wie? Das ja, das wird gut. Ne? Ne? Fühlen Sie sich von solchen Jugendlichen belästigt? Ach, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, also gestern waren wir noch ein bisschen im Mühlholz da drin. Und ich meine, wir sehen zwar noch nicht so aus wie die, also mein Freund und ich, aber es war ein total schöner Abend. Also es war irgendwie so der Eindruck, als wenn ich gar nicht in Leipzig wäre. Es war irgendwie toll. Sie würden den Kontakt nicht meiden, Sie würden den suchen? Nö, überhaupt nicht. Also die sind auch freundlich und alles. Es ist nicht so, dass die irgendwie bloß so unter sich sein wollen. Also man darf sich nicht abschrecken lassen, obwohl es gibt so Leute, die haben dann Schiss. Also gestern habe ich gesehen, da ging es dann los, da standen die alle nach Karten
Und da kam dann so ein älteres Ehepaar aus der Straßenbahn rundherum, alles schwarz. Die Frau wurde immer schneller, die wollte bloß nach Hause. Ich meine, es war Quatsch, die waren freundlich und friedlich, die sahen bloß ein bisschen anders aus. Ne? Ja. Schönen Dank. Tschüss. Antra. Jugend, das ist klar, also wir sind schon viel älter. Aber Sie fühlen sich auch nicht belästigt von den Jugendlichen? Nein, also so wie sie sich hier bewegen, nicht. Die Jugendlichen so schwarz rumlaufen. Mhm. Und würden Sie den Kontakt zu solchen Jugendlichen meiden oder eher aufsuchen aus Interesse? Würde aber schon mal aufsuchen. Mal zu wissen, was für eine Anschauung die haben. Darum geht's. Fühlen Sie sich belästigt von den Jugendlichen? Die sollten sich zu anderen Zielen melden. Solange wir sonst nichts tun, tun wir denn nichts. Die werden doch nichts tun. Warum denn? Dann brauche ich Grund dazu. Nein, die sind friedlich und haben bei mir gestern gut getan. Nee, weiß nicht. Also ich würde persönlich Kontakt nicht aufnehmen, aber wenn es sich so ergeben würde, würde ich das auch nicht gerade so, weiß ich nicht. Suchen Sie den Kontakt interessehalber auf oder weil Sie die sympathisch finden? Weder noch. Wir wissen nichts, was wir sonst tun sollen. Und könnt ihr uns sagen, wo das ist? Happy Gothic! Los ab! We are all a gap! Ich will ja nicht das so sagen, aber ich fühle mich als Schwarzer sehr wohl. Also ich schlachte keine Katzen, weil es ist scheiße. Keine Kinder. Und Kinder erst recht nicht. Keine Jungfrauen. Jungfrauen erst. Es ist auch eine Jungfrau. Ganz in Weiß. Aber die Gothic-Szene ist schon sehr witzig. Ja, ich will ein paar gute Konzerte sehen und ja, halt ein bisschen Leute kennenlernen. Ich bin auch mit anderen Leuten noch da und wir treffen uns halt da und wir wohnen in der Jugendherberge und wir halten uns da und jeden Tag gehen wir halt hierher, 4 Tage lang. Eigentlich Spaß, ganz einfach. Willst du mit deinem Outfit hier mehr provozieren oder die Blicke anderer Leute auf dich lenken? Also ich glaube nicht, dass ich damit provozieren kann, weil hier noch ganz viel schlimmere Leute rumlaufen. Also muss ich noch mehr aufstylen. Das ist eigentlich eher unauffällig, was ich anhabe, würde ich mal sagen. Und wollt ihr mit eurem Outfit provozieren? Wen? Ja, andere Leute. Dann wäre ich nicht da. Was halten Sie davon, wenn die sogenannten normalen Leute auf der Straße komisch gucken? Faschismus. Da fängt der Faschismus an. Und akzeptiert ihr andere Jugendliche, die nicht so gekleidet sind wie ihr, oder meidet ihr die mehr? Also ich persönlich bin mehr allein, also ich meine, mich interessiert das nicht. Und was gefällt euch hier an der Szene? Die Leute. Ja, aber ich glaube, konzertemäßig sind wir gar nicht so scharf drauf. Hauptsache die Leute sind alle so versammelt. Genau, und Hauptsache Party, Party, Party. Ohne Ende. Also ich will niemanden provozieren, ich bin schon seit 12, 13 Jahren so unterwegs. Es ist einfach ein total schön das Gefühl, die ganze Atmosphäre ist schön, die Kleider sind schön, die ganzen Leute. Es ist allgemein, es ist eine tolle Stimmung. Du möchtest mit deinem Outfit andere provozieren oder mehr die andere Leute? Provozieren vielleicht nicht, also es ist schon ganz schön, wenn man so ein bisschen individuell ist, also dass nicht jeder das Gleiche trägt und man irgendwie schon ein bisschen auffällt, aber nicht unbedingt, dass ich so direkt provozieren will. Bist du jedes Jahr? Nein, das erste Mal. Aus Münster. Provozieren bestimmt, ja. Nee, naja, doch alles falsch. Oh ja, auch. Willst du damit provozieren? Wen? Nee. Die ganzen Stinos. Wir alle sind heute in Schwarz und warum kommst du im Hochzeitskleid? Weil es einfach schön ist und weil man dann unter den Auffälligen trotzdem noch auffällt. So. Und einfach, weil es mir gefällt und weil es Geburtstagsgeschenk ist von den beiden. Und es ist einfach schön. Guten Tag, ich bin die Michaela vom Schülerfernsehen Kitscher. Ich hätte mal ein paar Fragen von Sie. Wir drehen einen Film über die sogenannten Randgruppen. Wissen Sie, was Gruftis sind? Ach, kümmere ich mich nicht drum. Nee. Ja. Das ist gut. Ja, irgendwelche Anhänger von so Friedhofsgängern oder in dieser Richtung. Sie sich in der Gaststätte an so einen Tisch setzen, wo die Leute sitzen? Nicht unbedingt. Wieso? Ja, weil ich dagegen eine Abneigung habe.
wenn Sie sich das jetzt vorstellen könnten und Sie kämen in eine Gaststätte, wo die Leute am Tisch sitzen, würden Sie sich dazu setzen? Ich würde mich nicht dazu setzen, aber ich finde auch nichts Abstoßendes da dran. Ich würde mich auch so nicht unbedingt zu Leuten an den Tisch setzen, weil ich dann abends immer ein bisschen meine Ruhe haben will. Aber es hat nichts mit den Gruftis zu tun. Vielleicht nicht, nein. Das weiß ich nicht. Kommt auf die Situation drauf an. Aber warum? Hören Sie dadurch auf die Vorurteile, die man gegen die Jugendlichen hat? Habe ich keine Erfahrung. Also das ist rein gefühlsmäßig. Aber damit könnten Sie ja eigene Erfahrung dann machen. Ja, kann schon sein. Das ist schlimm, es wird zu wenig vor der Jugend getan, bilde ich mir immer ein. Und dann entwickeln sich bestimmt auch jugendliche Randgruppen. Das wissen wir gar nicht, was die Jugendlichen bewegt, warum sie sich so kleiden, warum sie sich so aufhören. Glaube ich nicht. Also haben Und sie vermeiden von vornherein, dass irgendwie zu Streit reinkommt. Also haben Sie Vorurteile? Im gewissen Sinne, ja. Wie sie sich verhalten in der Öffentlichkeit. Ja. Also haben Sie Vorurteile? Ja. Schönes Aussehen. Danke. Auch keine Angst. Wenn Sie mich in Ruhe lassen oder, sagen wir, nicht belästigen. Ja, aber wenn Sie sich ordentlich aufhören. Es gibt ja immer viele Vorurteile über die Jugendliche. Ja. Und wenn man sich dazu setzen würde, könnte man sich ja die eigene Meinung bilden, da man ja nicht alle in einen Topf hauen kann. Nee, kann man auch nicht. Ich habe auch da nichts dagegen. Ich meine, die können gehen und sich anziehen, wie sie wollen. Aber wie gesagt, wenn sie Ruhe lassen, die Leute, nicht belästigen. Warum nicht? Ja, aber wenn sie sich daneben setzen würden und sie würden sie in Ruhe lassen, da würden sie doch sicher ein anderes Bild von denen haben. Würde sich sicher, vielleicht gibt es sich gerade ein Gespräch. Ist Ihnen sowas schon mal passiert, dass jemand aufgestanden ist, wo Sie hingekommen sind? Naja, schon ein Straßenmann oder so, da merkt man schon, wie die Leute in Leipzig gerade ihn angucken und so, dass sie da weggehen, weil sie halt Angst haben, dass man ihnen was antut und so, aber das ist Quatsch eigentlich. Sie was Gruftis sind? Gruftis, naja, irgendwie, das hängt mit dem Tod zusammen, nicht? Den Tod nicht scheuen oder so, meistens Jugendliche, glaube ich, nicht? Ja, meist. Ja, na gut, man soll die Leute vielleicht eben, warum nicht, man soll die Leute vom ersten Eindruck her auch nicht gleich verurteilen. Ja, wir hatten in Geithain auch welche, aber die sind jetzt im Jugendclub, die sind jetzt untergebracht. Bei uns in Geithain selber sind keine mehr. Also Sie haben keine Vorurteile? Auf keinen Fall, meine Enkel können das ja auch noch werden, das weiß ich doch heute noch nicht. Also haben Sie keine Vorurteile? Nö, erst einmal nicht. Ich bin generell der Meinung, dass man solche Leute nicht nach dem Aussehen urteilen, sondern zuerst mal zuhören, was sie sagen oder mittlerweile mehr, was sie machen. Und dort ist natürlich teilweise fallen die Randgruppen natürlich auch auf. Und nicht unbedingt immer angenehm. Aber erst einmal von vornherein keine Vorurteile. Ich habe schon mal eine gesehen mit lila, grün und braunen Haaren. Und was denkst du über solche Leute? Die sind doch total übergeschnappt. Warum? Weil die so rumlaufen? Sieht nicht gut aus. Und hast noch nichts irgendwie gehört über solche Jugendlichen? Na doch, im Fernsehen, dass die egal Buden einknackern, also so beim Bäcker vielleicht einbrechen oder beim Schuhmacher oder sowas. Und das glaubst du alles? Meinen Sie, dass alle so sind oder bloß ein paar? Ja, eigentlich gibt's viel davon auf der Welt. Würde ich mal sagen. Und weißt du was über die? Ja, am meisten kann man nur sagen, dass es Arschlöcher sind. Und wieso? Weil es halt Ballaballa. Die gehen wieder auf. Wir haben mitbekommen, dass Sie in einer Szeneband spielen. Mhm. Können Sie sich und Ihre Band mal vorstellen? Also Band heißt Dorsager. Wir sind vier Mann. Besetzung ist Keyboards, Gesang, Gitarre und Bass.
Und die Band gibt es seit 84. Ich bin selber seit dem Jahr dabei, weil der Keyboarder, der Alte, ist ausgestiegen. Worin unterscheiden Sie sich von anderen Bands? Kurz aufs Äußere zu sprechen zu kommen, ist natürlich ja, schon ersichtlich. Wir laufen alle ein bisschen ausgefallen rum, nenne ich jetzt mal ganz salopp so. Musikalisch ist es halt alles andere als eine Top-10-Band, was weiß ich, wie Captain Jack oder wie sie alle heißen. Es ist halt nicht unbedingt verkäuflich für die Top-10. Musik kommt eher aus dem Underground-Bereich, das heißt, die Musik ist also, will man sagen, noch unkommerziell. Auch wenn sie eine gewisse Hörerschaft hat, auch von mehreren tausend, aber wie gesagt, ist nicht Top Ten tauglich, um es so zu nennen. Und vom musikalischen Stil unterscheidet sich es, ja, ziemlich düster, melodisch, ja, das ist eigentlich so der Hauptunterschied der Musik. Ja, heute haben wir uns halt in aller Ruhe mal getroffen. Erzählt doch mal was von euch. Hallo, ich bin die Manu. Also ich bin der Micha und ja, was gibt's da groß zu erzählen? Ich bin froh erstmal, dass ich in der Szene bin. Naja, und wollen wir erstmal über alles so drüber sprechen. Vielleicht kommt erstmal der Klarheiten raus, über was die Szene eigentlich wirklich handelt. Ich bin Christine. Ich schließe mich an. Du hast gesagt, du bist froh, dabei zu sein. Wieso? Weil die Szene ziemlich gewaltfrei ist. Das muss ich sagen, habe ich bis jetzt eigentlich schon kaum in einer anderen Szene erlebt. Und ich habe ziemlich oft gewechselt. Und das Ganze gibt einen ziemlich mystischen Stil. Und gleichzeitig romantisch. Und gleichzeitig romantisch, muss ich sagen. Und man ist irgendwo ein Außenseiter. Man wird von vielen Leuten als Außenseiter gesehen. Bis auf die, die einen kennen. Und die akzeptieren einen so, wie man ist. Sie müssen akzeptieren, weil man lässt sich ja nicht umstimmen. Ihr akzeptiert aber auch andere Jugendliche. Ja. Auf jeden Fall, definitiv. Ich muss sagen, wenn jetzt jemand zu uns in den Club kommt und es da nicht zu der Szene ist, der wird doch sofort akzeptiert. Ihr seht anders aus. Warum muss das so sein? Ihr fallt ja dadurch auf und ihr denkt anders. Wie kommt ihr dazu? Ja. Das ist das gewisse Etwas, ich weiß auch nicht, man muss einfach auffallen. Na, jede Szene hat ja eigenen Stil. Wie die Techno-Freaks halt in rosa und pink und Lack oder Plastikklamotten rumrennen. Mal sind wir halt ein bisschen mehr auf Mittelalter getrimmt, auf die eher romantische Zeit. Und wie seid ihr jetzt in die Szene gekommen? Oh, so also ich muss sagen, ich bin seit 4 Jahren dabei. Am Anfang habe ich mich eigentlich nur für die Musik interessiert und so nach und nach fängt man an, darüber nachzudenken, sich mit der ganzen Szene zu beschäftigen. Und ich muss sagen, ich werde immer fester und bin immer fester dabei. Also ich bin jetzt seit einem guten Jahr mit dabei und ich bin mehr oder weniger durch meinen Bruder reingekommen. Der ist jetzt schon seit 6 Jahren in der Szene und irgendwann hat er mich einfach mal mitgenommen, weil ich wusste nicht mehr so richtig, was ich machen sollte. Alles kotzte mich mehr oder weniger an. Und dachte, na Mensch, komm doch einfach mal mit. Da bin ich vom ersten Moment an sofort aufgenommen worden. Freundlich, absolut keine Abneigung, egal, damals bin ich noch ein bisschen anders gegangen. Und irgendwo habe ich mich dann mehr oder weniger in die ganze Sache mit reingesteigert und bin erstmal hinter die gesamten Gedanken von den Leuten gekommen. Das hat mich sowas von fasziniert. Und na, seitdem bin ich eigentlich mit dabei. Wie ist das, wenn ihr jetzt älter wird jetzt?
Familiegründen, was da im Alter halt manchmal kommt, bleibt ihr dann weiter so? Ja, auf alle Fälle. Ja, das kannst wird sich entscheiden. Nicht sagen, das wird sich, weil wir leben eigentlich nur um jetzt, in dem, was momentan ist. Was morgen kommt oder ja, was gestern. Eher ein bisschen in der Vergangenheit, würde ich sagen. Ja. Und dann, was morgen kommt, das wird sich zeigen. Eure Szene hat ja viele negative Vorurteile. Was sagt ihr dazu jetzt? Das sind zum größten Teil überhaupt nicht wahr. Was ist eigentlich? Ich muss dazu sagen, vor ungefähr 10 Jahren gab es mal eine Zeit lang, da sind viele auf die Friedhöfe gestürmt und haben ziemlich viel Grabschändung begangen. Ja, das war die Zeit, wo sie alle als Gruft hier rumgerannt sind. Die Zeit gab es und daher stammen eigentlich die gesamten Vorurteile. Und also was gehört nicht zu eigentlich? Grabschändung nicht. Ist eigentlich das größte Übel, sagen, was man machen kann. Dass bei uns in der Szene eigentlich der Tod und alles, was damit zu tun hat, mehr als geachtet wird. Es wird wir beschäftigen uns damit, wir ehren halt auch. Und wenn wir auf den Friedhof gehen, dann eigentlich nur, um die Ruhe zu finden, um vielleicht einen Ausgleich zu dem Alltag zu haben. Lauft ihr den ganzen Tag so rum, jetzt auf Arbeit oder so? Oder nehmt ihr da auch mal eine Jeans und einen Pullover raus? Oder? Ja, eine Jeans und eine Pullover, aber meistens dann auch schwarz. Und ich kann außerdem so gar nicht zu mir auf Arbeit gehen, weil das Krankenhaus ist katholisch und spießig und nur am Wochenende. Also wenn jetzt irgendwas ist. Na, ich bin nur Maler von Beruf und da wird es sich ziemlich schwer machen, in schwarzen Klamotten auf der Rüstung rumzuspringen. Also tagsüber, na, was heißt tagsüber? Auf Arbeit laufe ich immer in Arbeitsklamotten rum, ist klar. Ja. Und nach der Arbeit, ich will jetzt nicht sagen, dass ich in Jeanshose und bunten Pulli rumrenne. Ich renne zum größten Teil in schwarzen Klamotten rum. Aber schon mal der Einstellung her wegen. Aber eben nicht ganz so rausgeputzt, wie ich jetzt zum Beispiel bin. Ich muss sagen, ich lerne Restaurantfahrfrau im Moment. Also da in dem Moment funktioniert das auch nicht, weil weiße Bluse und Krawatte und schwarzer Rock. Ich meine, der schwarze Rock vielleicht. Und ich muss sagen, also wenn ich mich wirklich nach der Arbeit mal umziehe und halt ein Samtkleid anhab, was halt ziemlich oft vorkommt, das wird auch von unseren Gästen respektiert und die entdecken halt immer ein bisschen was Neues und lachen zwar im ersten Moment oder schauen verdutzt rein, aber ansonsten finden die es auch gut. Oh, meine Mutti war total geschockt. Aber ich muss sagen, mittlerweile respektiert sie mich so, wie ich bin, weil ich lasse mich auch jetzt nicht irgendwie beeinflussen von ihr. Und wenn halt Freunde von mir kommen, dann will sie die eigentlich auch sehen und guckt mir auch zu, wenn ich mich schminke und so. Vor 12, wo das anfing, hat sie schon ein bisschen geguckt, ein bisschen Schiss gehabt und habe ich sie dann mal mitgenommen und sie kommt jetzt öfters mal mit. Also die findet das eigentlich ganz gut. Einfach mal so gefragt, es geht darum, ihr esst Katzen und sowas. Ich weiß, das ist jetzt einfach direkt gefragt, aber stimmt das oder ist das auch bloß so ein Vorurteil? Das ist absoluter Blödsinn. Das ist das größte Vorurteil, was es gibt. Außer, dass wir auch nur Satan beschwören. Ja, also ich würde sagen, unsere Nahrungsaufnahme ist eigentlich ganz normal. Ich würde sagen, an der Nahrungsaufnahme unterscheidet sich von normalen bürgerlichen, wie ich das jetzt mal ausdrücken will, eigentlich überhaupt nichts. Weil wir sind ja normal bürgerlich und das wäre absolut Quatsch, unsere Einstellung deswegen zu ändern. Und ob überhaupt Katzen schmecken, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie eine. Ich hab noch nie eine probiert und ich werde es ja nicht tun. Also wir werden auch ziemlich oft mit den Satanisten, wie sie groß verschrien sind, verwechselt. Also, ja, die gehen auch auf die Friedhöfe. Die gehen auch auf die Friedhöfe. Die machen ihre Satansmessen ab und versuchen, die bösen Geister zu beschwören. Und die Rituale und da passiert dann sowas, dass dann eben, was weiß ich, Katzen geschlachtet werden oder Weil es eigentlich Blutweihe. In ihrem Aussehen uns ziemlich ähnlich sind. Aber das ist absolut nicht unser Stil. Ja, weil Energie geht nie verloren und Mensch besteht eigentlich zu 100% aus Energie. Also irgendwo muss das Leben danach hingehen. Das kann ich einfach aufhören. Und auch die Seele in einem Menschen stirbt ja eigentlich nicht. Mit der muss ja auch irgendwas passieren. Es ist halt das Interessante an dem Tod, weil das ist das, worüber keiner was weiß oder nichts, fast überhaupt nichts bekannt ist. Das ist ein Streitthema. Das ist ein Streitthema, aber ich sage mal, das ist für mich das interessanteste Thema, was es gibt. Und ich sage mir, solange wie es mir nicht hundertprozentig bewiesen ist, dass nach dem Tod nichts mehr ist, werde ich es auch weiterhin annehmen, dass da irgendwas sein könnte. Aber das werde ich dann erst rausfinden, wenn es soweit ist. Ihr habt gesagt,
Euch gefällt das, dass in eurer Szene jetzt kaum Gewalt ist? Also überhaupt nicht. Aber es kommt doch oft mit anderen zu Streitereien. Ja, auf jeden Fall. Ist das wegen eurem Aussehen oder wegen dem Glauben? Ich sag mal eher wegen dem Aussehen, weil wir anders aussehen als die normalen Leute. Dass wir nicht in Hellblau-Jeans sind, halt wie er sagte, mit bunten Pulli rumlaufen. Sondern halt, weil wir ein bisschen extravagant das Elegante vorziehen. Und vielleicht auch, dass das anders als, weil wir nicht so... Wir legen nicht den Wert drauf, so rumzulaufen, sondern das Normale hervorzuheben, sondern nur das anzuziehen, was uns gefällt. Und wenn da halt mal ein Loch drin ist, das stört keinen. Und wie gesagt, mit der rechten Szene gibt es ziemlich oft Probleme, weil die können es einfach nicht akzeptieren, dass es uns auch noch gibt und dass wir eben nicht so denken wie sie. Und ich musste auch schon öfters mal flinke Füße machen, als da eine große Truppe ankam. Ist das normal und es gibt auch öfters mal einen Diskusärger. Habt ihr besondere Wünsche an eure Umwelt jetzt? Oh ja, vielleicht, dass wir erstmal in gewissem Grad respektiert werden, so wie wir jetzt sind, wie wir uns geben, weil eigentlich ich sag mal, tun wir niemandem was und ich denke mal, wir stören auch niemanden in unserem Dasein. Ja, halt, dass wir respektiert werden. Ne? Das ist ziemlich wichtig, ja. Weil wir wollen nirgendwo Ärger stiften und eigentlich nur in Ruhe unser Dasein. Ja. Genießen. Unsere Musik hören, das verstehen viele nicht. Sollen sie uns doch einfach in Ruhe lassen, wir rennen mal ein bisschen wie Außenseiter rum. Und klar, kommt öfters Gelächter, aber da schaut man drüber weg. Ja, und die Vorurteile jetzt machen, wie können die euch besser kennenlernen, um das abzubauen? Um sich eine Meinung zu bilden über euch. Sag mal, vielleicht erstmal sich unsere Musik anzuhören, richtig anzuhören. Nicht nur so, auch wie man sagen, sich halt ein Lied anhört, sondern auch mal auf den Text zu hören. Das brauchen sie vielleicht nicht mal. Ja, die Musik hat ja Hintergrund, die kann man nicht einfach so hören, nebenbei laufen lassen. Das muss man sich direkt drauf konzentrieren. Vielleicht auch mal... Die Leute brauchen eigentlich auch bloß auf uns zuzukommen und einfach uns mal anzusprechen, weil wir sind gegen niemanden abgeneigt. Nur für ein Gespräch oder eine Diskussion lassen wir uns doch gerne ein. Weil wir dann eigentlich sehr gerne Leute kennen. Ich hoffe, wir können jetzt mit dem kleineren Beitrag ein paar von den Vorurteilen abbauen, indem ihr eure Wünsche und alles geäußert habt. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ich hoffe es auch, dass wir vielleicht auszutauschen. In einem halben bis ein Jahr mal wieder uns treffen und uns noch mal ein bisschen unterhalten. Ich denke mal, da werden auch noch andere Gedanken hervortreten, weil man entwickelt sich ja irgendwo immer weiter. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Und jedem Tag lernt man etwas dazu. Richtig, man lernt nie aus.